Riecht ihr das? Zarte Duft nach dreistem Scam. Vielleicht habe ich auch einfach gefurzt. Tag Leute, ich bin's wieder. Der Typ, der Spiele mit schlechten Rezensionen sammelt. Ach, heute habe ich ein richtiges Festmahl für euch. Leckermäulchen gut. The Deep Lost ist ein First-Person-psychologisches Horror-Game. Oh, sorry. Habe ich was verpasst? Story-basiert. Wirst du in der Lage sein, Einrichtungsgegenstände zu erfahren, Spannung und Angst. Es bietet Mysteriosität, Neugier und Entdeckungen zusammen mit seinem visuell dynamischen Atmosphären. Was zum F*** soll das bedeuten, Alter? 1,60 Euro und es wird jeden Cent wert sein. Vertraut mir, wann habe ich je gelogen? Wann wurde ich je von Horror Games enttäuscht? Also außer immer. Aber wann jemals? Die Geschichte von Serhat und Mira. Das ist so rührend. Mein Herz blutet. Miras ältere Schwester Emma war krank in dieser Nacht. Es war ein regnerischer Tag an dieser Nacht. Wow, das... Das ist, sehr, also ich muss schon sagen, äußerst storybasiert. Ich will aber noch Neugier, Mysteriosität und Angst erfahren. Das wurde mir versprochen. Ich bin so froh, so viel Einfluss zu haben, einfach auf diese Welt. Ist doch gar nichts passiert, Alter. Ich find's jetzt schon geil. Oh Gott. Ey, Horror Games immer. Und ihre Körper, die 9 Liter Blut beinhalten. Das ist über jedes Mal ein Fest. Das sind die größten Untertitel, die ich je gesehen habe. Ey, ich hab voll den Durchblick für die Story. Irgendwas mit Blut und Mira und es regnet draußen. Was ein Twist. Okay. Sehr hart, mein Freund. Wollen wir drüber reden oder lassen wir es einfach gut sein für heute? Bezahlen wir die 1,60 und üben uns in Schweigen. Left-Click zu was? Warte. Interact with. Ich möchte unbedingt mit dieser Kanne interagieren. Ich möchte damit interagieren, lass mich. Oh, warte mal. Ich konnte. Aha. Interaktion, Freunde. Gute Nacht, schlaf recht gut. Boah, Digga, ich hab instant eine Taschenlampe, Alter. Geil. Bin ein Survival-Experte. Die leben auch immer in Riesenvillen. Wait. Nochmal. Die leben auch immer in Riesenvillen. Kurz mal die Orientierung verloren. Eine Zimmerecke weiter. Aber zum Anstreichen dieser Tür hat's denn leider nicht gereicht, na? So spät noch auf? Hat irgendwas gelacht jetzt, oder? Ein Meisterwerk der Handwerkskunst. Ich glaube, die Entwickler wussten einfach nicht, wie sie diese Texturen hier glätten sollen. Dahinter ist ein Baum oder so. Das hat bestimmt 3 Tage gedauert. Und das ist das Beste, was wir hingekriegt haben. No front. Was geht hier eigentlich ab? Wo muss ich denn hin? Ey, ich kann nur mit ein paar Sachen interagieren. Aber nicht mit diesem komischen Shiba Inu. Warum eigentlich nicht? Warum mit dieser ekelhaften Vase? Okay. Steak. Gut. Was man halt so hat. Ja, ist auch ein begnadeter Pianospieler. Ey, hier haben dieselbe Runzelwand-Steuerung faut, Alter. Was soll das? Das ist der absolut geilste Ort, um einen Kamin zu platzieren. Mit diesen beiden Holzstühle. Falls man mal so auf Entspannung aus ist. Klar. Was soll ich denn jetzt machen hier, sag mal? Du schmeißt mich hier einfach rein in so ein dummes Haus, Alter? Was zum Teufel geht hier gerade ab? Ich habe gar kein Video in der Hand gehabt. Hast du wen mit dem Fernseher erschlagen? Seni bekliyor Tanrım. Yüce makamından ona yardım et.
Also ich glaube, ich brauche Alkohol dafür. Sie haben ihn umgebetet. Oh nein. Ah, sie wollen ihr den Teufel austreiben, ne? Ja, Klassiker. Die Typen mit der Baskenmütze, die kriegen das am besten hin. Oh nein, Alter! Die Speedo Gonzales einfach weggekommen, hat aber nicht gerechnet. Hätte der Mann die Tür zugemacht. Ja, schade. Jetzt haben wir hier eine Riesensauerei. Oh, und einen Schlüssel. Ein Schlüssel, den ich, nehmen kann. Ich wollte mich gerade schon beschweren. Aber, wo das war ein Schlüssel für die Küche. Du schließt in deinem Haus deine Küche ab. Das ist nicht dein Ernst, Bro. Oder war das nicht für die Küche? Ich stelle ja am besten keine Fragen mehr. Was ist denn jetzt hier in deiner dummen Küche, Alter? Was geht? Was machen Sachen? Hier ist halt einfach nichts. Wetten, das ist ein Troll-Room. Die wollen mich verarschen, Mann. Glaube an dich selbst. Das ist so ein Leitspruch, wenn du dich hier vollgefressen hast auf dem Weg zum Klo. Einen mächtigen Torpedo absetzen. Dafür brauchst du auf jeden Fall einiges an Selbstdisziplin. Gelegentlich. Oh, die Holztür geht auf. What? Nummer! Was? Wait. Wer hat die Tür geklaut? Warte. Das haben wir aber so nicht abgesprochen. Ihr habt doch das Timing ein bisschen verpasst. Boah, dieser rote Teppich hier. Das ist ja ein Hochgenuss. Oh, alright. Niemand betritt den Balkon. Dafür brauchen wir auf jeden Fall einen Schlüssel. Das sehe ich jetzt schon, Alter. Ich weiß, dass ihr nicht glauben könnt, wie ich das rausgefunden habe. Aber glaubt mir einfach mal. Ich habe lange genug Horror-Games gespielt, um das gleich zu erkennen. Alright. Ah, das Badezimmer. Ich dachte schon, in diesem Haushalt können wir keinen Fun mehr erleben. Ihr wisst, Fun in Horror-Games passiert immer im Badezimmer. Außer in diesem. Das ist sterbenslangweilig. Hallo? Oh ja. Ist sie nicht süß, Alter? Ist sie es nicht herzallerliebst? Ich liebe Horrorspiele. Ach, guck mal, sie ist noch nicht fertig. Es geht noch mehr los. Okay, wo sind hier die Trigger? Wo muss ich hinlatschen? Komm, um was zu aktivieren? Ich habe euch durchschaut. Kinderzimmer. Wahrscheinlich mit Meeresgetierbildern. Na klar. Warum auch nicht? Dann wundert es dich, wenn es bei dir spukt. Das sieht aus wie bei mir nach dem Haare färben, Alter. Oh. Ah, noch ein Schlüssel. Ach so. Ich habe ein wenig begriffen. Wir brauchen auch... Das ist wie auf dem Bahnhof hier für Geister. Die sind alle immer nur auf der Durchreise, ey. Ey, wo sollen wir denn damit jetzt hin, Mann? Ich weiß nicht. Ich glaube, von hier komme ich, ja genau. Ah, hier rein. Ich habe noch mehr von dem Teppich gehabt. Da war noch was auf der Rolle. Ja? Was denn? Ich hab's gehört. Na komm, erzähl mir deinen Witz. Ah, verstehe. Nee, wirklich sehr lustig. Lustiger Schlüssel. Oh mein Gott! Holy shit! Johnny, mach die Spinne nicht ganz so übertrieben groß. Ja, ja, so ist perfekt. 30 cm Beinspanne. Das passt. Die werden es nicht merken. Ja, schön einfach. Einfach nur schön. Okay, jetzt kommen wir hier rein. Wo ist das? Ah, okay, mein Telefon. Auch fokussiert. Hast du geschlafen? Oder hast du nicht geschlafen? Mira ist hier. Oh nein, Mira. Go to Margarita aus Haus. Sie braucht Hilfe. Was, soll ich sie in den Steinofen schieben oder was? Mira, wo bist du, Mira? Ich weiß überhaupt nicht. Ich bin extrem
Story ergriffen, Leute. Absolut. Boah, hier kommen so die unliebsamen Gäste hin. Die kriegen den neuen Gammelfernseher. Während wir es so beim Flachbildschirm gemütlich machen. Das ist natürlich klar. Ich habe hier keinen Schlüssel, Mann. Margaritas Haus. Ach, jetzt kann... Ja, da gehe ich nur auf Befehl hin. Der Scheiß war die ganze Zeit offen, oder was? Hallo? Ich liebe auch die 5 FPS in den Cutscenes. Sorry, wir konnten Emma nicht retten. Wer ist jetzt wieder Emma? Die Priesterin Mira, die... Irgendwie fehlt die ja doch. Er träumt irgendwie schlecht. Ist das der Typ mit der Baskenmütze? Dem habe ich von Anfang an nicht vertraut. Achso, ich erzähle das jetzt. Nee. Ich dachte, ich bin der. Ich weiß überhaupt nicht, was hier abläuft, Alter. Aman tanrım. Bir kız çocuğu değil mi? Savaş korkma. Haçlar tek silahındır. Wo ist denn hin? Wo ist denn hin, also? Was? Wer hat den gefressen? Mein einziger Freund. Oh nee. Warum habe ich das Parkenschild weggeschmissen? Oh, ich bitte euch. Guck mal. Hier ist Schalldämpfer. Hier ist wieder Regen. Hier ist Schalldämpfer. Größtenteils positiv hätte ich es bewertet. Aber ich gehe jetzt einfach in das andere Haus, ja? Boah, warum auch nicht? Ein paar Schlüssel suchen. Darum bin ich eh Experte. Der Teufel wird dich behindern. Ach so, behindern wird er mich. Oh nein, was denn? Ich muss mich schnell beraten mit der allgemeinen Zentralversammlung der internationalen Klappstühle, Alter. An die Wand gedruckt mit Areal in Neon-Orange. Ja, der Teufel, der hat auch schon mal bessere Zeiten erlebt. Aber gut. Haben wir alle wahrscheinlich. Was ist hier los? Ah, hier kann ich rein. Hier ist der nächste Schlüssel bestimmt. Die haben alle so mordsmäßige Buden. Ich sollte Protagonist in einem Horror-Game werden in meinem nächsten Leben. Ich kann über all das Schlimme, was passiert ist, lachen und wohne in der Mega-Villa. Bin ich auf die Katze getreten oder was? Verzeihen Sie. Oh, guck mal. Dachboden. Ja, Mist. Kein Wunder, warum es hier spukt. Panzertape auf der Couch. Ist einfach schön. Was zum Scheißhaufen ist das? Was seid ihr denn? Was war denn das? Oh mein Gott, was geht ab? Ah, wo kommst du denn her? Was? Das ist der spontane Geschlechtsumwandlungsgeist. Oh nein, nicht er, sie. Alles nur nicht er, sie. Oh, verdammt. Geil. Ey, also ich will einfach noch sehen, was noch so passiert. Ich bin so gespannt. Das ist so ein Haufen Müll. Ey, wer auch immer aus diesem Kühlschrank noch ist, der gehört auch verhaftet. Wer kennt sie nicht? Die massiven Tischdecken, ey. Absolut kein Durchkommen möglich. Das hat sich richtig gelohnt, dass mir hier eröffnet wurde, dass ich hier raustreten kann. Austreten würde ich jetzt auch gerne mal tatsächlich. Es hat gerade meine Maus irgendwie rumgeschleudert. Ich weiß nicht. Ey, das Game ist so niedlich. Es versucht es immerhin. Ich appreciate das. Es kann mir doch kein Mensch erzählen, dass hier kein Schlüssel drin ist. Come on.
Nee, ne? Nee, ne? Nein! Nein! Oh, come on! Yes. Aua! Oh, das tut jetzt auf so vielen Ebenen weh. Oh, ich hätte gern noch erfahren, was mit Mira, Emma, Kevin, Serhat und Ahmed passiert ist. Ach, verdammt, diese extrem harten Geschirrtücher. Tja, ach, was soll man auch machen, Leute? Vielleicht ist es auch wirklich das Ending des Spiels. Ich hab's gefunden, ja. An der schwebenden Wäscheleine sich selbst quasi stranguliert. Was für eine fantastische Geschichte. Ja? Wir wollen nochmal überprüfen, ob das Game alles hatte, was uns versprochen wurde. Psychologisches Horror-Game, ja. Es hat mich in meiner tiefsten Seele sehr, sehr mitgenommen. Story-basiert, absolut, Alter. Ich war komplett invested in das Schicksal von Emma, Mira oder wie sie heißt. Kann mich nicht mehr erinnern. Spannung? Hochspannung, Alter. Meine Nägel sind jetzt noch abgekaut. Und Angst. Klar, Mysteriosität. Über die genauen Umstände und Motivation der Entwicklung dieses Spiels, absolut. Neugier. Ihr kennt mich. Und das Erleben von visuell dynamischer Atmosphäre. Die Atmosphäre, ne? Die war in ihrer Visualität, ja? Einfach so dynamisch. Nur Momente von Horror gab's nicht.